wir müssen zunächst die drängendsten Probleme lösen. Das heißt, wir müssen alte Signale erneuern, kaputte Stellwerke ersetzen, wir müssen in die Infrastruktur investieren und defekte Bahnübergänge und marode Brücken erneuern und die Langsamfahrstellen ausbessern. Und für mich ganz wichtig ist, wir müssen die Bahn elektrifizieren, damit wir auch tatsächlich mit Strom unterwegs sind, damit das klimafreundlich ist. Und wenn wir diese Basis geschaffen haben, dann können wir mit besseren Signalabständen und modernen Systemen, wie zum Beispiel dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS, nicht nur die Kapazität der Strecken erhöhen, sondern auch höhere Takte anbieten, zum Beispiel für den ÖPNV, der dann pünktlich ist, verlässlich ist und in einem guten Takt die Menschen miteinander verbindet. Und abseits der Bahnlinien können wir mit Buslinien die Menschen zuerst zum Bahnhof bringen und von dort mit der Bahn dann in die ganze Welt, wenn sie möchten. Und sehr wichtig für mich ist natürlich auch, den Güterverkehr vom LKW auf die umweltfreundliche Bahn zu verlagern. Da sehe ich im ersten Schritt die Möglichkeit, die Güter per LKW zum Verladebahnhof zu bringen, über die Langstrecke dann mit der Bahn und für die letzte Meile dann wieder mit dem LKW. Aber auch hier können wir die alten Gleisanschlüsse, die früher fast jede Firma hatte, reaktivieren und können dann direkt im Werk die Waren auf den Zug verladen und direkt umweltfreundlich transportieren. Ich bin Viktoria Brossert, eure grüne Bundestagskandidatin, und ich möchte eure Stimme für Rosenheim in Berlin sein. Aber dafür brauche ich eure Unterstützung. Deshalb am 26.09. Grün wählen!